Eine Sache haben wir noch nicht bewiesen, die wir noch beweisen sollten, die wichtig ist, nämlich die folgende. Schreibt mal das Ganze formal hin. Für alle A, B gilt die Vielfachen von A geschnitten mit der vielfachen Menge von B ist gleich die vielfachen Menge vom kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und B. Also sie nehmen die Vielfachen von A, die Vielfachen von B, schneiden die, also sie nehmen die gemeinsamen Vielfachen von A und B, okay? Die Menge der gemeinsamen Vielfachen von A und B ist gleich der vielfachen Menge des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und B. Machen wir kurz ein Beispiel, um zu gucken, was das bedeutet. Also nehmen wir mal A gleich 6 und B gleich 8. Diese beiden Zahlen. Okay? Die vielfache Menge von A, das habe ich so hingeschrieben, machen wir so, die vielfache Menge von A ist gleich. Wer diktiert mal kurz? Einer mal kurz diktieren, vielfache Menge von A. Ja? 6, 12. Bitte? Komm, ein bisschen weiter noch. 48. Okay, jetzt lang geht's. So. Gerade noch für die 8. So, was ist denn das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 8? Das kann man ja jetzt einfach hier gucken, ne? Kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 8 ist 24. Okay, jetzt sind wir unbewusst, aber hier sehen wir es auch. Was sind das Vielfache von 24? Also die vielfache Menge des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 6 und 8. 24, 48, 72 und so weiter. Ne? Wenn wir jetzt mal schauen, was sind denn die gemeinsamen Vielfachen von A und B? Dann haben wir die 24, die 48, die 72, ne? Und so weiter und so weiter. Also die gemeinsamen Vielfachen von zwei Zahlen, scheinen zu sein identisch mit der vielfachen Menge des kleinsten gemeinsamen Vielfachen. So, das ist jetzt eine Beobachtung, ne? Das ist jetzt auch nicht mal eine Begründung, sondern das ist einfach nur der Versuch, sich mit dem Beispiel diesem Problem zu nähern. So. Okay, B weiß. Wir sollten hier oben die Mengengleichheit zeigen, also die Gleichheit zweier Mengen. Wie kann man die Gleichheit zweier Mengen zeigen? Welche Strategien gibt es da? Äquivalenzumformung, genau, ein Element ist in der einen Menge, genau dann, wenn es in der anderen Menge ist, dann machen Sie Äquivalenzumformung. Ne? Okay, immer das Vorschlag. Also letztlich gilt für alle x, gilt x-Element VA geschnitten VB, genau dann, wenn x-Element V vom KGV AB ist. Okay,
Nächster Strategieschritt. Genau, die Vorwärtsrichtung und die Rückwärtsrichtung. Das können wir machen. Also Äquivalenz heißt Implikation in die eine Richtung, Implikation in die andere Richtung. Ne? So. Und hier ist es so, man muss natürlich beides machen. Wir fangen mal mit der einfacheren von beiden an. Und zwar machen wir erstmal die Rückrichtung. Rückrichtung bedeutet, wir nehmen ein x aus dieser Menge und zeigen, dass es dann auch in dieser Menge drin ist. Okay? Sein x Element der vielfachen Menge vom KGV von a und b. Was gilt dann? X hat welche Form? X ist eine vielfache Menge von KGV AB. Ja? Ich habe eine andere Frage. Okay. Und zwar, wir haben ja am Anfang hatten wir auch so Äquivalenzzeichen und dann haben wir vorne angefangen und dann sind wir einfach rausgekommen. Warum kann ich das jetzt hier nicht machen? Warum muss ich das auf zwei Richtungen machen? Müssen Sie nicht, Sie könnten es auch so probieren. Okay. Wir machen es jetzt mal auf zwei Richtungen, weil ich weiß, weil ich das schon probiert habe und weiß, führt nicht so einfach zum Ziel. Und weil wir gerade aufzeichnen und nicht so viel Speicherplatz auf dem iPhone haben. Ist das ein iPhone? Ja. Okay. Also, wenn Sie sich ransetzen und wirklich beweisen, Sie haben überhaupt keine Ahnung von der Aufgabe, dann werden Sie es vielleicht mal als Äquivalenz erstmal probieren und feststellen, es führt nicht zum Ziel, und dann machen Sie, überlegen Sie sich und entschließen sich vielleicht Implikationen in die eine oder andere Richtung. Ja? So. X ist Element aus der vielfachen Menge des KGV von A und B. Das heißt, X ist ein Vielfaches des KGV. Wie könnte man das formal aufschreiben? Ja? Genau, x ist irgendein Q mal KGV von A und B. Und x ist ein Vielfaches vom KGV, das heißt, das KGV von A und B teilt x. So, und jetzt müssen wir zeigen, dass x in der gemeinsamen vielfachen Menge drin ist von A und B. Sieht jemand Strategie? Ja? Da wollen wir jetzt hin. Also Q mal A und Q mal B nicht. Das ist unwahrscheinlich, ne? Ja, das ist dasselbe Q. Ist. Genau, da wollen wir hin. Wir wollen hier zeigen, wir wollen hinten rauskommen. X ist Element der vielfachen Menge von A geschnitten in der vielfachen Menge von B. Ne? Und das bedeutet ja letztlich, also eigentlich wollen wir hin zu x ist gleich Q1 mal A und x ist gleich Q2 mal B. Ja? Wir wissen ja, dass Q das Teil, also die ganze Menge dann auch dadurch. Und das heißt auch die Vielfachmenge von KGV, wenn man einfach die Linearkombination, wenn man einfach was dazu rechnet. Was dazu rechnen? Darf man das dazu rechnen? Nee, wir haben immer einen Beweis durchgeführt, dass wenn eine Zahl eine andere teilt, dann teilt es auch alle Linearkombinationen davon. Und das KGV, die Vielfache davon, die der Linearkombination davon, wenn